Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Herr Theils, vielen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, nach so viel objektiver Medizin ein bisschen, wofür ich sehr dankbar bin, lieber Herr Kollege Sterr, ein bisschen aus der Perspektive der Betroffenen, aus kulturhistorischer Perspektive, auch aus psychoanalytischer Sicht beizusteuern. Das ist der Hintergrund meines Vortrags zu psychotraumatologischen und psychoanalytischen Aspekten der Jungenbeschneidung. Die Auseinandersetzung um die rituelle Genitalbeschneidung kleiner Jungen findet nun seit dem hiesigen Kölner Urteil vor 2 Jahren, statt. Es geht, wie Sie alle wissen, um den Konflikt zwischen dem Recht Erwachsener auf Religionsfreiheit und dem verbrieften Recht aller Kinder auf körperliche Unversehrtheit und sexuelle Selbstbestimmung. Diese Auseinandersetzung ist auch heute noch nicht zu einer Diskussion gereift, die auf der Grundlage wissenschaftlicher Fakten mit Respekt für alle Beteiligten geführt wird. Insbesondere die Stimmen der Schwächsten, der Kinder und der leidvoll betroffenen erwachsenen Beschneidungsopfer und ihr seelisches Leid finden bis heute nicht ausreichend Gehör. Warum ist das so? Dies liegt an den tiefgreifenden Ängsten und auch historischen, es klang schon an, historischen Tabus, die mit der Beschneidung verknüpft sind. Zunächst wird Angst bei den religiösen Befürwortern der rituellen Zwangsbeschneidung ausgelöst, weil bei der säkularen Kritik an archaischen Ritualtraditionen die eigene gruppale und kulturelle Identität infrage gestellt wird. Genau dies geschieht, wenn gefordert wird, dass die Religionsfreiheit Erwachsener heute in demokratischen Verfassungsstaaten mit staatlichem Gewaltmonopol an der Körpergrenze anderer auch an der von Kindern zu enden hat. Es ist verständlich, dass in religiösen Gruppen starke Ängste bestehen, auf die Beschneidung zu verzichten. Auch wenn das Beschneidungsritual in archaischen Jägerkulturen lange vor der Entwicklung monotheistischer Beschneidungsreligionen eine sozialregulative Funktion erfüllte, wuchs es später in diese Religionen ein und wurde im transzendentalen wie im gruppalen Sinn zum identitätsstiftenden Bezugspunkt. Aber auch die säkularen Kritiker der rituellen Zwangsbeschneidung haben Angst. Sie fürchten die Beschädigung menschenrechtlicher Grundlagen und des staatlichen Gewaltmonopols durch rational nicht, wir haben es eben gehört, rational nicht zu begründende klerikale und religiöse Machtansprüche. Sie sehen in einer aufgeklärten Welt keinen Platz mehr für steinzeitliche Verletzungsrituale, wenn sie Kinder betreffen, die sich nicht frei entscheiden oder wehren können, weil sie die Schwächeren sind. Sie kritisieren das patriarchalische Prinzip, dass der Stärkere dem Schwächeren körperliche und seelische Schmerzen zufügen darf, eben weil er der Stärkere ist. Und auch die Beschneidungsopfer haben, wie alle in der Kindheit verletzten Opfer, Angst, von ihrem Leid zu sprechen. Die Scham über das, was ihnen von den eigenen Eltern angetan wurde, und die Loyalität ihnen gegenüber sind oft stärker als der Wunsch, endlich über das erlittene Leid sprechen zu können. Kinder sind und bleiben ihren Eltern meistens treu, auch wenn sie Ungutes von ihnen erfahren haben. Um sich ihre Eltern als Gute verinnerlichen zu können, erklären sie die Handlungen ihrer Eltern, auch wenn schreckliche darunter waren, für gut, berechtigt und sinnvoll. Diese von uns Psychoanalytikern sogenannte Identifikation mit dem Aggressor erspart dem Kind eine viel schlimmere Wahrheit, nämlich: Meine Eltern haben mir Leid zugefügt und sie wissen noch nicht einmal genau, warum. Genau das sagen aber inzwischen viele Beschneidungsopfer, mit denen ich in den letzten Jahren als Arzt gesprochen habe. Und schließlich, die an die Beschneidung geknüpfte Kastrationsangst ist die vielleicht stärkste Angst, die Jungen und Männer überhaupt empfinden können. Mit ihr verbundene Denkverbote und Verdrängungsreflexe erschweren die Wahrnehmung von Fakten und können zu einer angstverzerrten Verhaltenssteuerung beitragen. Das gilt besonders für die häufig bewusst als Kastrationsandrohung erlebte Beschneidung bei Jungen im Alter von 5 bis 7 Jahren. Erfolgt in diesem Alter
in dem sich entwicklungspsychologisch die sexuelle Identität festigt, ein genitales Trauma, können Vertrauensbrüche in der Beziehung zu den Eltern, tiefsitzender Groll und starke auf Sexualität und Triebkontrolle gerichtete Ängste selbst noch das Verhalten des Erwachsenen beeinträchtigen. Aber auch die im Säuglingsalter erlittene Traumatisierung durch die Vorhautamputation und die damit verbundenen schwersten Schmerzen des Babys, wir haben Bilder gesehen, führen zu beobachtbaren Veränderungen des Verhaltens und einer noch lange nachweisbaren, empirisch nachweisbaren, erhöhten Schmerzempfindlichkeit. Leider werden auch heute noch von nicht wenigen beruflichen Beschneidern und Verfechtern der Beschneidung die Schmerzen der Vorhautamputation trotz klarer Augenscheinlichkeit geleugnet. Dazu kommt die anhaltende Gewaltzeugenschaft in Beschneidungskulturen, in denen Jungen im Säuglingsalter beschnitten werden. Im Sinne einer permanenten Drohkulisse sind hier die Kinder und Jugendlichen Zeugen einer unaufhörlich wiederholten, verletzenden Ritualpraxis. Sie erleben immer wieder, dass Erwachsene kleinen Kindern Teile ihrer Genitalien abschneiden dürfen und erhalten hierfür eigentlich keine überzeugenden Begründungen. Hierdurch können Kastrationsängste angestoßen werden, auch wenn die eigene Beschneidung im Säuglingsalter vonstatten ging und außerhalb des körperlichen Stressgedächtnisses keine sprachbewussten Spuren hinterlassen hat. Sigmund Freud selbst gibt in einem seiner mitgeteilten Träume, er träumt von der Autopsie seines eigenen Unterleibes, hierfür ein deutliches Beispiel. Die wahrnehmungseinengende Wirkung der Kastrationsangst und die an das Beschneidungstrauma geknüpften Angstreflexe können also auch noch bei Erwachsenen, auch wenn diese nicht beschnitten sind, zu Auslassungen und Lücken in der Wahrnehmung von Fakten beitragen. Dies hat bei nicht wenigen Beteiligten, auch unter den Abgeordneten des Bundestags, möglicherweise dazu geführt, dass lautstark eingeforderte religiöse Traditionen und unbelegbare mythologisch begründete Behauptungen logisch substanziell als mit wissenschaftlichen und menschenrechtlichen Argumenten gleichrangig erachtet wurden. Ausdruck dieser Kategorienfehler sind die erheblichen logischen und rechtssystematischen Brüche im Gesetzestext, bei denen die genitale Diskriminierung und Ungleichbehandlung von Jungen oder die Nichtberücksichtigung der in inländisches Recht umgesetzten UN-Kinderschutzkonvention nur die extremsten Auswüchse darstellen. Die an das Beschneidungsthema geknüpfte Kastrationsangst kann aber nicht nur die Faktenwahrnehmung, sondern auch das empathische Mitfühlen und Nachvollziehen des Leides vieler Beschneidungsopfer beeinträchtigen. Diese Zusammenhänge können, zumindest aus psychoanalytischer Sicht, wohl auch zu der überstürzten Verabschiedung des jetzt gültigen und beklagenswert widersprüchlichen Beschneidungsgesetzes beigetragen haben, ohne dass die betroffenen Opfer wirklich angehört wurden. Man wollte ein unangenehmes und ängstigendes und sicher auch historisch belastetes Thema so schnell wie möglich formal und politisch korrekt entsorgen und hat sich dabei über elementare Kinderrechte hinweggesetzt. Dies ist aber nicht wirklich gelungen, wie uns auch die heutige Tagung zeigt. Das Problem ist geblieben und an der traurigen Praxis für die Jungen hat sich nichts Wesentliches geändert. Die Diskussion, die endlich auch die leidvoll Betroffenen zur Kenntnis nimmt, beginnt gerade erst. Hierzu soll unser soeben erschienenes Buch »Die Beschneidung von Jungen – Ein trauriges Vermächtnis« einen Beitrag liefern. Dieses Buch fasst erstmals in Deutschland die wissenschaftlich fundierte Kritik an der Zwangsbeschneidung von Jungen aus medizinischer, psychoanalytischer, juristischer, kulturhistorischer und politischer Perspektive zusammen und lässt dabei auch die Betroffenen selbst zu Wort kommen. Denn immer noch ist es nicht wirklich gelungen oder immer noch bestimmen unwissenschaftliche Manipulationen den Diskurs. Das heißt, es wird weiterhin traditionalistisch mit unreflektierbaren theologischen Setzungen und Mythen für die Beschneidung argumentiert. Die angemaßte klerikale Deutungshoheit orthodoxer Religionsvertreter monopolisiert lautstark die Selbstdarstellung religiöser Gruppen. Dieser Alleinvertretungsanspruch geht zu Lasten der betroffenen Opfer,
die genauso wenig Erwähnung finden wie die Tatsache, dass sich ein immer größer werdender Anteil von Eltern aus dem protestantisch-nordamerikanischen, dem jüdischen, aber auch aus dem islamischen Kulturkreis gegen die Beschneidung ihrer Jungen entscheidet. Manipuliert wird die Auseinandersetzung immer wieder auch durch die stereotype Diffamierung von Beschneidungskritikern. Sie werden kurzerhand mit dem Vorwurf des Antisemitismus belegt oder man unterstellt ihnen sogar eine assoziative Nähe zum Holocaust. Das zeigt nicht nur einen bestürzenden Mangel an überzeugenden Argumenten, sondern beschämt auch die Opfer des Nationalsozialismus. Im Gegenteil sind die seriösen Kritikerinnen und Kritiker der Zwangsbeschneidung insofern prosemitisch, als es ihnen um den Schutz auch von jüdischen und islamisch zugehörigen Kindern im Geltungsbereich des Grundgesetzes geht. Als Arzt und Psychoanalytiker wurde ich vor etwa 15 Jahren völlig unerwartet, man könnte auch sagen, ich war schlecht informiert, mit den seelischen Folgen der rituellen Zwangsbeschneidung von Jungen konfrontiert. Damals wurde ich von einem etwa 40-jährigen Mann konsultiert, der unter Depressionen, Ängsten und sexuellen Funktionsstörungen litt. Als türkischer Migrant war er mit einer deutschen Frau verheiratet und diese Beziehung war aufgrund der bestehenden Beschwerden sehr konflikthaft und in Frage gestellt. Auch nach längerem Gespräch erschloss ich mir nicht, was für ein auslösender Konflikt hinter der Symptomatik des Patienten bestehen könnte. Ich hatte jedoch den Eindruck, dass er mir etwas verschwieg. Schließlich schilderte er mir auf Nachfragen die erschütternde Geschichte seiner Beschneidung. Er sei im Alter von 5 Jahren von seinem Vater unter Versprechungen und geheimnisvollen Andeutungen zu einem wichtigen Termin gebracht worden. Dort hätte er sich auf einen Stuhl setzen müssen, mehrere Männer seien auf ihn zugekommen. Man habe ihm die Hose heruntergezogen und einer der Männer habe sich mit einem Messer in der Hand seinem Glied genähert. Der Mann habe an seinem Glied gezogen und das Messer angesetzt. Er habe panische Angst empfunden. Als der Schmerz einsetzte, habe er sich in Todesangst aus den Griffen der Männer freigewunden. Er sei blutend und schreiend davongelaufen. Er wurde wieder eingefangen und in die Beschneidung unter Qualen und die Beschneidung unter Qualen zu Ende gebracht. Während dieses Berichtes geriet der Patient zunehmend unter Druck, er blasste, die Stimme versagte und auf seiner Stirn hatten sich Schweißperlen gebildet. Offensichtlich hatte die Schilderung einer Reaktualisierung traumatischer Erinnerungen und einen dissoziativen Zustand des Patienten in der diagnostischen Situation selbst bewirkt. Ich hatte derartiges zuvor noch nie vernommen. Der Patient war voller Scham und Schuldgefühle über den Bruch seines jahrelangen Beschweigens dieser Kindheitskatastrophe. Ein anderer Patient resümierte: Meine Beschneidung ist das Schlimmste, das man mir je angetan hat. Sie hat mein ganzes Leben beeinflusst. Ich möchte Ihnen noch ein klinisches Bild zeigen. Ich habe keine Fotos, ich habe klinische Berichte mitgebracht, die das, was Sie uns gezeigt haben, denke ich, sehr eindrucksvoll ergänzen. Ein anderer Fall eines 30-jährigen Mannes, dessen Eltern in den 70er Jahren aus der Türkei eingewandert waren. Einige Jahre später wurde er in Deutschland geboren. Er berichtete unter erheblichem Leidensdruck von Depressionen und Erektionsstörungen, die seit der Pubertät bestünden. Selbstbefriedigung sei zwar möglich, aber partnerbezogene Sexualität könne er nicht erleben. Organisch sei mit seinem Glied eigentlich alles in Ordnung, es bestehe aber eine deutlich reduzierte Empfindsamkeit an der Beschneidungsnarbe, auch noch verbunden mit Missempfindungen. Aufgrund seiner Beschwerden habe er sich schon als Jugendlicher zurückgezogen. Auf Nachfragen berichtet der Patient von seiner Beschneidung, die im Alter von 6 Jahren stattfand. Der Patient wurde damals unter Versprechungen schöner Überraschungen in ein Krankenhaus gefahren. Er sei in einen Raum gekommen, hätte sich auf eine Liege legen müssen, dann sei ihm eine Maske aufgesetzt worden. Während des ganzen Vorgangs habe er große Angst gehabt, sei aber festgehalten worden. Anschließend sei er mit schmerzendem Penis wach geworden, habe überhaupt nicht verstanden, was vor sich gegangen sei. Nach der Beschneidung sei es zu Nachblutungen gekommen, und besonders von der Mutter habe er sich verraten und betrogen gefühlt. Seine Beziehung zu ihr durch diesen Vertrauensbruch sei bis heute schwer beschädigt. Manchmal hasse er sie regelrecht dafür.
Als er in der Pubertät dann mit anderen Jungen mit unbeschädigtem Penis konfrontiert wurde, hätte er auch seine Eltern konfrontiert und wissen wollen, warum sie ihm das angetan hätten. Sie hätten ihm keinen nachvollziehbaren Grund nennen können. Er sei unglaublich wütend auf sie geworden und habe die Mutter einmal bedroht. Heute schäme er sich für den unreflektierten Traditionalismus seiner Eltern und deren Einfühlungsarmut. Er würde seinen Sohn selbst auf keinen Fall beschneiden lassen. Der Patient kommentiert im Rückblick, man wird vergewaltigt und kann es nicht vergessen. Hierzu passend berichtet er noch heute von wiederkehrenden, intrusiven, also sehr eindringlichen Albträumen. In diesen sehe er hell leuchtende Punkte und wie außerirdisch aussehende Wesen, die auf ihn zukämen. In diesen Zuständen sei er völlig hilflos, bewegungsunfähig und habe das Gefühl, ersticken zu müssen. Diese Geschichte eines beschneidungstraumatisierten erwachsenen Mannes ist kein untypischer Einzelfall. Wir können einiges aus dieser Fallgeschichte lernen. Zum einen, dass ein Kind in diesem Alter durchaus bemerkt, wenn es manipulativ von Erwachsenen und sogar seinen Eltern betrogen wird. Der Patient hat durchaus einige sicherlich durch Ängste verzerrte, aber trotzdem auch faktische Erinnerungen an die traumatische Situation seiner Beschneidung, in der er nicht nur seine Vorhaut, sondern auch das Vertrauen in seine Eltern verlor. Er erinnert sich in intrusiven Albträumen bis heute an die Zwangssituation auf der OP-Liege, die Übermacht der fremden Männer, die als Außerirdische geschildert werden. Die erstickende Atemmaske, das helle Licht der OP-Lampe. Er erinnert den anschließenden Schrecken über sein schmerzendes und blutendes Glied. Er erinnert die Komplikation der Nachblutung und dass er aus diesem Grund ein rockartiges Gewand tragen musste, wodurch er sich in seiner Männlichkeit lächerlich gemacht und ein weiteres Mal in Frage gestellt sah. Er beschreibt auch den tiefen Riss in seiner Beziehung zu seinen Eltern, insbesondere zu seiner Mutter, die für den Jungen im Alter von etwa 5 bis 7 Jahren eine besonders begehrenswerte und auch umworbene Bezugsperson darstellt. Der Patient ist bis heute voller Groll und Verachtung gegenüber seiner als betrügerisch empfundenen Mutter, die ihn als Jungen auf dem Höhepunkt seiner kindlichen Verliebtheit in sie der Beschneidung, tiefer Verängstigung und Demütigung auslieferte. Der kindliche Horror des Erlebens, der Narkosevorbereitung und die damit verbundenen Fehlwahrnehmungen, die Bewegungslosigkeit, die Atemnot unter der Maske, das blendende Licht der OP-Lampe, die genitalen Schmerzen, sind in den wiederkehrenden Albträumen des Patienten bis heute kaum verhüllt, konserviert. Aufgrund seiner tiefen Verunsicherung und seiner Ängste habe er sich über Jahre hinweg auf körperliche Berührungen oder von körperlichen Berührungen schreckhaft zurückgezogen. Die partnerbezogenen Erektionsstörungen könnten einem sexuellen Todstellreflex zur Verhütung weitergehender Traumatisierungen entsprechen. Natürlich sind das klinisch plausible Spekulationen. Festzuhalten aber bleiben als mögliche Folgen der Genitalbeschneidung eines Jungen im Vorschulalter im geschilderten Fall traumatische Ängste, Schmerzen, Nachblutungen, Wundheilungsstörungen, Missempfindungen im Bereich der Narbe, Infragestellung und Verunsicherung des männlichen Identitätserlebens, Neurotisierung der weiteren kindlichen Entwicklung, Vertrauensbrüche in der Beziehung zu den Eltern verbunden mit chronifiziertem Groll und Verachtung hinter vordergründig loyaler Anpassung, bleibende Traumafolgestörungen in Form von Albträumen und intrusiven Fantasien, verbunden mit szenisch-dissoziativen Reminiszenzen und Todesängsten, sowie eine beeinträchtigte Entwicklung sozialer Kompetenzen in Richtung Partnerschaft und eine gestörte Sexualität. Man kann aus ärztlicher Sicht heute feststellen, dass es keine rationalen oder medizinischen Gründe dafür gibt, einem gesunden Jungen seine gesunde Vorhaut abzuschneiden. Angesichts der möglichen körperlichen und auch der dargestellten, geschilderten seelischen Folgen ist eine solche Handlung unärztlich, weil verletzend und schädigend. Ein wissenschaftlich fundierter Diskurs über Kinder und körperverletzende Bräuche und Rituale ist daher weiterhin nötig. Auch Religionsgemeinschaften sind heute aufgerufen, ihre Rituale einer religiös-neutralen Öffentlichkeit zu erklären, statt Sonderrechte einzufordern.
Religionsfreiheit kann heute nicht länger ein Freibrief zur Anwendung von Gewalt gegenüber Kindern sein. Und der Schutz der genitalen Sphäre kann nicht nur exklusiv den Mädchen zugutekommen. Es herrscht, das sei vielleicht auch dem männlichen Rollenkäfig geschuldet, verglichen mit der klaren Verurteilung der weiblichen Genitalbeschneidung und Verstümmelung, eine bemerkenswerte Verleugnungshaltung und Empathieverweigerung gegenüber kleinen Jungen. Aber auch der Schutz kindlicher Genitalien vor dem verletzenden Zugriff in unreflektierten Verletzungsritualen gehört zu den Entwicklungsaufgaben einer sich zivilisierenden Gesellschaft. Hier haben wir Ärzte mit einer klaren Haltung einen wichtigen Beitrag zu liefern. Dies wird übrigens von einem wachsenden Teil der jüdischen Bevölkerung in Deutschland und auch in Israel selbst ähnlich gesehen. Die Ausübung und Rechtfertigung patriarchalischer und klerikaler Gewalt über Kinderkörper ist nicht nur innerhalb des Christentums heute schwieriger geworden. Es existiert eine zunehmende Kritik an der Beschneidung, nicht nur in Nordamerika oder Skandinavien. Auch jüdische Intellektuelle wie Iran Sadeh, Jonathan Enosch und Jerome Segal melden sich kritisch zu Wort. Menschen mit einem sehr starken Glaubensbedürfnis fällt eine psychologische oder historische Sicht auf die Beschneidung aber bekanntlich oft schwer. Die Beschneidung ist aber eben keine Erfindung des Judentums oder des Islams. Sie existierte Jahrtausende früher. Als Minderform des Kindesopfers diente sie wahrscheinlich der Besänftigung wichtiger Gottheiten und als Kastrationsandrohung der Herstellung von Gehorsam in patriarchalischen Machtstrukturen. Möglicherweise wurde die Beschneidung weltweit in prähistorischen Jäger- und Stammeskulturen genutzt, um eine Aggressions- und Triebkontrolle innerhalb der Bezugsgruppe zu gewährleisten. Die Beschneidung könnte unter den alltäglich gefährlichen Bedingungen der Frühgeschichte eine sinnvolle und wirksame Sanktionsandrohung zur Eindämmung sozial unerwünschter Handlungsimpulse gewesen sein. Seine generationenübergreifende Kontinuität bis heute bezieht das Beschneidungsritual aus der Identifikation des schwachen Opfers mit den Bedürfnissen des erwachsenen Aggressors, da dem hilflosen Kind, wie gesagt, kein anderer Ausweg bleibt. Die Verleugnung der eigenen Schmerzen und Ängste zugunsten der Salvierung der eigenen Elternbilder bedingt dann eine Empathiestörung, die aufgrund der eigenen Betroffenheit das Mitfühlen mit den Schmerzen der nächsten kindlichen Opfergeneration erschwert. Viele Eltern sind aufgrund des enormen Gruppendrucks wegen eigener Befangenheit und loyaler Gebundenheit ihren eigenen Eltern gegenüber nicht in der Lage, den offensichtlichen Gewaltaspekt der Beschneidung auch emotional wahrzunehmen. Es kann und darf nicht schlecht gewesen sein, was meine Eltern mit mir gemacht haben, als ich ihr Sohn war. Deshalb tue ich es zu meiner und zur Beruhigung meiner Eltern jetzt auch mit meinem Sohn. Und wenn ich es meinem Sohn auch angetan habe, kann ich nicht mehr zurück und darf nicht einsehen, dass das unter anderem auch ein schlimmer Gewaltakt war. Es darf aber bezweifelt werden, ob es heute noch angemessen ist, kleinen Jungen Schmerzen und Ängste zuzufügen und sie erheblichen Gesundheitsrisiken auszusetzen, nur um die religiösen Glaubensüberzeugungen von Erwachsenen abzusichern. Eine Lösung, ich komme jetzt zum Schluss, eine Lösung dieses Konflikts kann nicht auf der Grundlage von Angst und Zwang oder mittels widersprüchlicher Gesetze erfolgen. Aber die Frage, was tue ich meinem Sohn eigentlich an, wird auch in religiösen Gemeinden lauter. Der symbolische Ersatz der Beschneidung, wie zum Beispiel im Brit Shalom oder ihre zeitliche Verschiebung, kann in einer säkularen Demokratie eine kindgerechte Lösung werden. Das vom Deutschen Bundestag in seinen Konsequenzen unzureichend überdachte und überstürzt verabschiedete Gesetz zur Erlaubnis der Jungenbeschneidung wird die Diskussion nicht beenden. Warum aber lassen wir bei Jungen zu, was wir bei den Mädchen bereits überwunden haben? Und warum wird nicht endlich eine lückenlose Befunddokumentation jeder Beschneidung und die nötige Begleitforschung gesetzlich geregelt? Soll hier späteren Ansprüchen auf Schadensersatz vorgebeugt werden?
Viele Juristen, Ärzte, Wissenschaftler, Politiker und Betroffene sind mit dieser Situation unzufrieden und äußern schwerwiegende Bedenken. Dies kann orthodoxen Religionsvertretern, die in der Verletzung kindlicher Genitalien den Kern ihrer religiösen Identität sehen, nicht gefallen. Trotzdem werbe auch ich zusammen mit den engagierten Autorinnen und Autoren unseres Buches dafür, sich in dieser Angelegenheit eindeutig und ohne jeden Vorbehalt auf die Seite des Kindes zu stellen. Die Zeit wird in Europa, auch in Deutschland, langsam reif dafür. Erkenntnisse der Entwicklungspsychologie, der Gehirn- und Präventionsforschung müssen stärker berücksichtigt werden als bisher. Die religiös oder pseudomedizinisch begründete Verletzung und die genitale Diskriminierung von Jungen muss benannt und zusammen mit der momentanen Rechtspraxis in Frage gestellt werden. Gruppenzwang, klerikale Machtausübung oder gar wirtschaftliche Interessen können nicht die Überschreitung eines heute weithin anerkannten Grundsatzes rechtfertigen. Erwachsene haben an den Genitalien von Kindern nichts zu suchen. Sie gehören nur ihnen allein. Hierfür eine größere Sensibilität und ein wachsendes gesellschaftliches Problembewusstsein zu fördern, ist Ziel unseres Buches wie auch der heutigen Veranstaltung, den Organisatoren und vor allem den Betroffenen. Unter ihnen möchte ich meine Anerkennung und meinen Respekt aussprechen. Den Fortschritt gibt es nicht umsonst. Und der Konflikt um die Jungenbeschneidung ist in jeder Beziehung schmerzvoll. Aber mit mir glauben viele ärztliche Kolleginnen und Kollegen, es lohnt sich, wenn wir uns weiter für die Rechte der betroffenen Jungen und Männer einsetzen, Angriffen und Diffamierungen widerstehen und Väter und vor allen Dingen auch die Mütter ermutigen, immer erst selbst für ihr Kind zu fühlen und dann erst auf andere zu hören. Vielen Dank.